So, moin moin Leute und willkommen zurück zu Let's Verprügel die Designs bei Tales of Symphonia. Symphonia? Symphonia wäre dann mit Ponys. Tales of Symphonia, ja, blub. Wir haben im letzten Part, uns, glaube ich, mit Magnus geprügelt. Doch, wir haben uns mit Magnus Schergen geprügelt. Und sind jetzt dabei, seine Farm zu infiltrieren, da er scheinbar Schokola gekidnappt hat. Und das gefällt uns überhaupt gar nicht. Ja gut, einfach mal rein. Flöp! Ihr interessiert mich eh nicht. Ah, okay. Gut. Funktion des Mana-Rings hat sich geändert. Was habe ich denn diesmal? Was ist es diesmal? Die Umgebung hat sich irgendwie verändert. Es ist etwas ähnliches wie ein Radar. Radar? Einfach ausgedrückt kann man damit Dinge sehen, die man vorher nicht sehen konnte. Okay. Also sowas wie den Teleporter da zum Beispiel. Hey. Ich will den Dialog wieder haben. Den Skit. Ich verarsche dich so lange, bis ich den Skit wieder kriege. Gut, wahrscheinlich kriege ich den Skit nicht wieder. Okay, ein bisschen nervig ist das schon teilweise, wenn ich die Gegner treffen will und sie nicht treffe. Inferior Beings. Ich könnte auch immer noch meinen Unisono-Attack einsetzen. Egal, mach ich bei dir. Du stehst ja so vorm Erfrischer. Hallo? Das war komisch. Das war äußerst komisch. A loss to inferior beings! Inferior beings, nicht inferior. Das ist was anderes, glaube ich. Ah, in der Farm von Palna Costa. Wir sollten uns wirklich beeilen. Yeah, ich will mich nicht länger als nötig hier aufhalten. Dem stimme ich zu. Sich in einem Gebäude der Designs aufzuhalten, ist keine angenehme Erfahrung. Yeah, beeilen wir uns. Was bist du? Gut, ich muss wahrscheinlich wieder hier. Da ist wieder ein Teleporter. Was bist du? Ach so, ein Brückengerät. Okay, oh. Omega. Oh, Omega-Schild, cool. Hier liegen auch einfach Random-Items rum, das ist gut. Dann hat er endlich mal einen besseren Schild, der irgendwie komisch aussieht, aber er ist besser. Das ist alles irgendwie... Ups. Nee, nach Parametern sortieren ist schon gut. Magischer Rauch. Ach, den kann man tatsächlich auch ausrüsten. So, okay. Aber ich habe jetzt tatsächlich schon alle auch irgendwie ausgerüstet, aber egal eigentlich. Im Inneren des Kristalls, Fluchtgeschwindigkeit, ja. Aber, nee, das Problem hatte ich schon mal. Ich brauche keine Fluchtgeschwindigkeit. Eigentlich. Die sind auch alle schlechter. Ja gut, bis ich jetzt hier irgendwo bessere Waffen finde, ne? Das wird wahrscheinlich ein paar... Ach so, ah, okay, Gegner werden auch ausgeblendet einfach dann. Oder auch zu so Punkten. Ach, stirb doch. Wie die mir aber auch einfach nur einen Schaden machen. Das ist ja ein Witz. Violette Kette. Karte. Kette. Noch so eine Kette. Ja. Orangengel, aber eure Taschen sind voll. Oh. Hier gehen einfach die Dinger so auf. Ja, hier liegt dann was. Wasser des Lebens. Okay. Da will ich mal nichts gegen sagen. Vielleicht hier noch weißes Silber. Ui. Ui, ui, ui.
Jetzt könnte ich natürlich mal testen, wo ich hier hin teleportiere. Zum Speicherpunkt. Ach, das ist die Farm. Uiuiuiui, okay. Ich erinnere mich. Ach ja. Die war, glaube ich, ein bisschen ekelhaft teilweise. Ja, hier kann ich noch nicht warpen. Violette Karte verwendet. Es ist fehlgeschlagen. Es müssen noch zwei. Ja, gut. Ah, hier sind Blöcke. Ja gut, den kann ich einfach hier reinschieben. Oh, ein Gemme. Nett. Falscher Knopf. Da ist noch ein Block, den kann ich benutzen. Ja, komm. Da ist vor allem auch noch ein Item. Ach, das hält nur eine begrenzte Zeit, okay. Und ein Magiergewand. Moment, eins rüber noch. Ey! Ja, okay. Ach, es ist nur unsichtbar. Ich kann es trotzdem noch... Wow, das ist irgendwie ein bisschen random. Ich kann es trotzdem noch benutzen. Was haben wir hier denn? Wie soll ich hier denn durchkommen? Okay... Da hat etwas geglitzert. Es ist zu hoch, da kann man nichts sehen. Wartet hier, ich sehe mal nach. Hier muss es irgendwo sein. Rote Karte gefunden. Na gut. Colette kann ja fliegen. Das könnte einem das Ganze so viel einfacher machen manchmal, wenn sie einfach nur ein bisschen fliegen würde. Aber hier ist sonst nichts. Wofür sollen dann die... anderen Steine hier sein? Verstehe ich nicht. Nee, so komme ich hier nicht mehr raus. Ist hier irgendwas Interessantes? Nö. Nö, hier auch nicht. Hier komme ich jetzt wieder zurück nach unten. Gut, hier ist nichts Interessantes. Dann teleportiere ich mich erstmal kurz zurück. Danke. Gucke, was hier links noch ist. Wow, das war ein schneller Designer. Don't get too comfortable. Zack. Eruption. Ja gut, das war ihre. I was just getting started. Speicherkristall, ui. Ja, nimm schon. Meine Güte, Apfelgel, aber die Taschen sind voll. Ist ja sonst nix? Na gut, Gang noch. Und Gegner, die ich nicht sehe. Geil. Ja, gut. Icicle! Die geben wahrscheinlich auch nichts an Erfahrung hier, ne? Oh, wow, 28. Ich bin begeistert. Okay, und noch ein Gegner. Zwei Gegner sogar. Moment, die habe ich noch nicht gescannt, ne? Die Raybit. Kratos ist gerade so gut dabei. Scan mal die Raybits. So. Du hast auch nicht mehr viel. Zack. Und tschüss. Es gibt sogar ein bisschen mehr Erfahrung. Dupdi-dupdi-du, ich verarsch dich. Haha. Was hat denn der Kerle da für eine... einen Schütze, okay. Habe ich den schon gescannt? Ich weiß es nicht. Zack. Ja. Ja, gut. So einfach ganz gehen. Never stood a chance. So, was haben wir hier oben? Außer einem Haufen Wasser des Lebens. Okay. Oh, da ist noch was. Orangengel, aber die Taschen sind voll. Ja,
Wir haben Merkin jetzt noch nicht besiegt. Achso, das ist einfach nur der Weg raus. Na gut. Dann weiß ich ja jetzt, wo ich hin muss. Also dann weiß ich jetzt eindeutig, wo ich hin muss. Nämlich... teleportier mich. Danke. Hierhin. Ah, schau mal an. Es sind die Gefangenen. Dieser Ort ist auch furchtbar. Ich kann einfach nicht glauben, dass man sie so schlecht behandelt. Das werde ich den Designs nie verzeihen. Bitte, wir müssen sie retten. Ja, wenn man bedenkt, was alles geschehen könnte, können wir sie nicht einfach zurücklassen. Dein Plan ist, die Farm in die Luft zu sprengen, richtig? Das ist die schnellste und einfachste Lösung. Sollten wir uns also in zwei Gruppen aufteilen? Nein, bitte überlass das mir. Es werden bald Angehörige der Armee von Palma Costa antreffen. Ich werde hier bleiben, um mich mit ihnen zu treffen und diese Leute zu befreien. Bitte kümmert euch um Schokolade. Okay, also überlassen wir es dir. Wenn er uns schon sagt, dass es eine Falle ist, sollten wir ihm dann trauen? Ich weiß es nicht. Willst du nicht von hier verschwinden? Ich danke dir, dass du mich gerettet hast. Hier, nimm das. Oh, eine blaue Karte. Was ist das? Ich habe sie dort drüben gefunden. Ich sah, wie ein Design diese Karte vorsichtig behandelte, als wäre sie außerordentlich wichtig. Danke. Hihi. Oh, tatsächlich eine blaue Karte. Gut geraten. Na gut, wir hatten eine lila, eine rote, dann könnte noch eine blaue übrig bleiben. Das passt schon. Hier unten ist sonst... Ich wollte gerade sagen, hier unten ist sonst nichts, aber gucken wir uns das mal mit dem Radar an. Nö. Scheinbar ist hier nirgends irgendwas. Na gut. Dann speichern wir nochmal. Ich hoffe, das war es jetzt nicht schon mit dem Dungeon. Das wäre ein bisschen sehr kurz. Also ein bisschen sehr kurz. Na gut. Das ist ein Kartenschlitz. Violette Karte, rote Karte, blaue Karte. Yay. Okay, aber... Aha. Mischgel, okay. Gegner, okay. Ja. Oh wow, das hat jetzt geholfen. Life, Piracy. Wow. Möchte eigentlich irgendwer irgendwas lernen gerade? Rein aus Interesse, ja gut, der 4 ist Demon Fang, dann müsst ihr aber den Double Demon Fang verlernen. Sonst nisch. Gut. Dann nehmen wir doch dich mal uns vor, quasi. Hättest du auch auf was Nützlicheres casten können, den Spread? Zack, zack, gut. Ja, sag ich doch, danke. That was pathetic. So. Irgendwelche versteckten Items. Ich höre einen Aufzug oder sowas. Zum Verbindungsgang zurückkehren? Nee. Wo geht das hier dann hin? Hä? Wenn das hier dahin führt, wo ist dann der Verbindungsgang? Auch da, okay. Ach, dann gibt's so eine Plattform wahrscheinlich auf jeder Etage. Auch gut. Wo kommen wir denn hier hin? Gelb, gelb und da unten ist Gegner. Sonst nix. Ich glaube, dann gehe ich aber in Erwartung, dass der gelbe Weg der richtige ist, erstmal durch den roten Teleporter. It's just warming up. Okay. You're gonna regret this.
Das war eine Falle. Tiger Blade. Ey. Jetzt aber. Gut. Die Kämpfe hier sind alle irgendwie jetzt nicht so prickelnd, schwer. Wo geht denn das Rote jetzt hin? Wieder in den gleichen Raum, an den Anfang. Nee, doch nicht. Unten ist ein Teleporter. Weil mir das gerade sowieso alles nicht viel bringt, mit 43 Erfahrungen. Ah, Gene, ja, doch. 53 Erfahrungen für Gene ist noch. Den nehme ich noch mit. Nee. Ja, das war doof. So. I lost to Inferior B. Ey, Icicle, schäm dich. Ja gut, das war jetzt unnötig. Ja, gut, danke. Genus, willst du was lernen? Du bist jetzt Level 25, da wird's doch Zeit, irgendwas Neues zu lernen. Oder nicht? Nein, wird's nicht. Gut. So, ist jetzt hier unten noch ein Teleporter oder nicht? Ist jetzt mal gelb und das ist wahrscheinlich wieder ein Alarm. Ja. Super. Ich könnte eigentlich auch mal... Ich glaube, ich setze gleich mal ein heiliges Licht ein und schau, ob das hilft. Zack und tschüss. Gehen wir mal hier wieder durch den roten. Ich weiß ja nicht, ob mir das hilft oder nicht. Ja. Gut, soviel zum heiligen Licht. Ja, gut, das war's mit dem Kampf. Sogar beide relativ zeitgleich gestorben. Ne, wo ist es? Ach, ich habe sogar eine F-German 2, stimmt. Oh ja, was? Da. Danke. Heiliges Licht. Da ist gelb, da ist gar nichts. Und geil, ist mir wieder am Anfang gelandet. Gut. Das war dann also der falsche Weg. Gehen wir hier lang. Wo lande ich dann? Okay. Grüner Teleporter. Wow. Das hilft mir jetzt gerade außerordentlich viel. Nämlich so ungefähr nichts. Dann also wieder hier durch zurück. Dann hier durch hoch. Dann war ich jetzt eben wieder durch den roten gegangen. Der war aber falsch. Guck mal, was hier ist. Hier ist jetzt rechts ein roter, okay. Nehmen wir mal den. Und ich bin wieder hier, okay. Achso, ja, das war wieder der Raum. Teleportation. Und ich muss jedes Mal den Mana-Ring anmachen, um mich zu teleportieren. So. Hier war jetzt oben falsch, links falsch. Das heißt, es muss unten sein. Nee, Moment, muss nicht. Oh, fuck. Keine Türen oder sowas? Nö. Gut. Hier ist ein Gegner? Nein, einfach seines Lebens. Das ist wieder nur rückwärts.
Dann geht's wohl jetzt doch erstmal hoch. Weil hier links irgendwie eine Falle war. Oder eine Sackgasse oder was auch immer. Das heißt, jetzt muss ich hier lang. Eigentlich. Teleporter-Rätsel sind so furchtbar. Jetzt bin ich wieder hier. Nein, nein, nein. Ach. Wehe, ich muss jetzt... Das ist wahrscheinlich jetzt der letzte Teleporter, wenn ich das richtig sehe. Oder einer der ersten. Weil ich schon wieder den falschen Weg gegangen bin. Das war in Ordnung. Ja, gehe ich jetzt oben oder links? Ich gehe mal oben. Shit, da war ein Item. Oh, da sind zwei rote. Okay. Das heißt schon mal, dass das hier nicht der falsche Weg sein kann. Ja, das war ein Alarm, das ist klar. Ah, Leute. Hm, machen wir es halt so. Scheiße, er hat da ja Windblade und nicht Lightning. Dö. Fuck. Pancake Time. Ja, gut. Okay, das heißt hier durch. Jetzt links oder rechts, links oder rechts, links oder rechts, links oder rechts. Ich weiß nicht. Geh mal nach links. Wird schon schief gehen. Darf ich direkt kämpfen? Ist ja super. Ihr habt doch trotzdem keine Chance, ihr Deppen. Ja, gut. Das macht ihr jetzt zu zweit alleine. Oder auch nicht. Alright. Nein. Did they hurt you? Are you okay? Yes, I'm fine. Chosen One, everybody, thank you all so much. Ah, kein Problem. Don't mention it. There is no time to be celebrating. We still need to take care of Magnus. Assistant Governor General Neil is taking the people imprisoned here to safety. Our job is to secure the control room and assure a safe escape. Dor finally mobilized his plans, didn't he? Yeah. Yeah. I'm not sure if it's in the control room or not, but in the back is a platform that leads to a room filled with sparkling lights and other magical-looking things. I'll show you the way. Ja, zeig mal. It may be a bit dangerous, but we'd appreciate your help. Of course. Follow me. Als lotst sie mich wenigstens hier durch. Ah, Speicherkristall. Speicherpunkt, meine ich. Dann kann ich auch direkt erstmal gucken, was da links noch in dem Teleportdurchgang ist. Ja, komm. Dich nehme ich mal mit. Don't get too comfortable. Ja, das trifft ein paar. Danke. Genius, warum hast du die nicht mit der Eruption einfach umgebracht, hä? Huh? Sprich dich aus. Wo bin ich denn jetzt gelandet? Wieder am Anfang, wie es ausschaut. Oder? Ja, schaut so. Ey. Schaut so aus, wollte ich sagen. Ne. Wow. Stirb! Ja, danke. Dann würde ich jetzt bitte gerne einfach den Speicherstand laden, weil ich keinen Bock habe, wieder da hoch zu latschen. Ja, komm, die Farm schaffen wir noch hier. Da prügeln wir noch.
Nee, gewünschte Ebene. Yep, alles klar. Oh, ist sogar ein blauer Teleporter. Hatten wir länger nicht. Yep, sieht gut aus. So this is the control room. Scheint so. The Forsaken Chosen and her entourage of vermin have finally arrived. Forsaken. Ganz gechillt. You got it mixed up, Magnus. You're the one that's forsaken. Your time here is up. Ein paar kleinen Schergen helfen dir jetzt auch nicht. Oh mein Gott, wir sind umzingelt. Von 6 Nulpen. Just like a bunch of stupid vermin. I know your every move. Als könnten die uns irgendwas. And I know about those inferior beings trying to escape too. Ach. Will er die jetzt vergasen oder was? That's a projector, a product of Magi technology. It's a device that displays images of people and things that are far away. We were displayed on here as well. Oh mein Gott, Überwachung. Oh no, they're trapped. Verdammt, eine Falle in der Falle. A wasted effort. Everything you've done is meaningless. Nein, nicht ganz. How so? We can rescue everyone after we take care of you. Richtig. Big words from someone whose futile actions caused the disaster at Isalia. That was... I know. How about I recreate that incident using the vermin on the projector? Watch. I'll unleash their X-Spheres and turn them into monsters. Nein, wirst du nicht. Stop! Come on now. I'll be more than happy to turn them into monsters, just like that old lady you killed. Just like Marble. Marble? You don't mean... Oh, but I do, my little chocolat. Dear old Granny Marble was sent to the Azalea Ranch, where she was killed by Lloyd. I heard she met a pitiful end. So ein Arsch. It wasn't like that. Lloyd tried to save her. But the Desaians turned her into a monster and... Lloyd killed her. Dun, dun, dun. Falsche Richtung, Mädchen. Chocolat. Damn it. Let her go. Leave me alone. Dun, dun. I'd rather die. You mustn't say things like that. Don't throw your life away. Dor will save me. Leave me alone. Right, Dor. Well, whatever. Take her away. Ganz mieses Spiel. Euch verprügel ich noch. Ihr kriegt euer Fett weg, keine Sorge. Meine ganzen Kombos machen bei keinem von den Kerlen hier Sinn, weil sie einfach vorher verrecken, bevor ich die Kombo durchkriege. Ja, wie konntet ihr euch nur besiegen lassen? Ochsensessel haben. I'll take care of you myself. I'll put an end to the Chosen. Right along with you fools who can't let go of your elven blood. Oh yeah, that music. You really think you're gonna live through this? Watch it! Ich bin mal so frei. Magnus.
8500 ist ja ein Witz. Das ist ja weniger als der Säbelrassler hatte. Oh, ein bisschen Schaden macht er schon. Stalagmite! So, ich nehme den zweiten Handlanger hier. Ach. So. Ach, warum Spread, huh? Flame Lance, uncool. Sonic Sword Rain. Es ist zwar jetzt keine Combo-Attacke geworden, aber hat doch so gereicht. I lost to a bunch of kids! Ja, hast du. Und ich habe Reisbällchen gekocht, direkt nachdem ich dich besiegt habe. Welch eine Schande. How could a superior half-elf like me? It's because you are a fool, Magnus. Crucius has accepted Colette as the Chosen. What? That's right. Colette is going to regenerate the world. We're not going to lose to someone like you. So, you're... Then, I was deceived. Von wem? Lloyd! Damn it! Nein! Nicht Schokolade auspeitschen. This should allow the people imprisoned in the ranch to escape. What about the X-spheres implanted in them? Without key crests, it's only a matter of time before... Can't we just take the X-spheres off of them? Ha, nein. It's dangerous to attempt to remove an X-sphere lacking a key crest. I'd imagine only a dwarf could handle it. Then we can ask Dirk to do it. Yeah, let's contact my dad. We can work out the details later. Right now, I'm going to program this place to self-destruct. Ready? Ready. You're violent, aren't you? Yeah. If we're going to strike them, it should be thorough and decisive. Rain? Remember, Genus, we're not like them. We're different. Was genau meinst du damit? Ihr seid doch sowieso Elfen, warum solltet ihr... Nee, I must inform or cease us while I can! I have a slight problem with you contacting Lord Forcestus. Realize what I'm trying to do. Rodial! You deceived me! There was no order to eliminate the Chosen, was there? Collecting gold for me? Attempting to eliminate the Chosen for me? You've been quite useful, Magnus. Farewell! I hope you enjoy the afterlife! Ach ja. Damn it! Lord Yggdrasil! Glory to the coming age of half-elves! Tja. Da haben sie sich wohl ein bisschen in innere Probleme verstrickt. Wir haben alle nach Palma Costa gebracht. Okay, Neil, mach, dass du hier rauskommst. Beeil dich. Was? Es wird gleich explodieren. Was? Weg hier! Wow. That awesome Animation. Ich dachte, ich müsste sterben. Ich bin froh, dass es allen gut geht. Und was ist mit Schokolade? Ich glaube, sie ist auf eine andere Farm gebracht worden. Auf welche? Ja, ich weiß schon welche. Steht ja nur noch eine. Wenn ihr noch nichts geschehen ist, kann sie immer noch gerettet werden. Ja, da hast du recht.
Die Gefangenen tragen sogenannte X-Fears an ihren Körpern. Es ist gefährlich, sie in ihrem derzeitigen Zustand zu belassen. Du musst in meinem Namen einen Brief an einen Zwerg namens Dirk schicken, der in Iselia lebt. Ich bin sicher, dass er euch hilft, sie zu entfernen. Ich denke, es ist Zeit, dass wir uns mit dem Kopf des Ganzen beschäftigen. Ihr wollt zu Dor, nicht wahr? Bitte, bitte nehmt mich mit. Es könnte zu einem Kampf kommen, bist du sicher? Mich interessieren die wahren Motive des Governators. Bitte. In Ordnung. Okay. Dann wieder auf nach Palma Costa. Oh la la. Macht das Sinn? Magnus, Was hast du, Lloyd? Seine letzten Worte kommen mir seltsam vor. Du meinst, weil er sich getäuscht fühlte? Ich frage mich, wer oder was ihn getäuscht haben kann. Das werden wir wohl nicht herausfinden können. Oh, ich weiß es. Was weißt du? Magnus ist auf die Schwindler, die sich als uns ausgegeben haben, reingefallen. Ah ja, das würde Sinn ergeben. Nein, würde es nicht. Wenn das der Fall gewesen wäre, wären die Schwindler bereits tot. Genau wie Rain es gesagt hat, das werden wir nicht herausfinden. Und Magnus ist tot. Sollte uns das nicht reichen? Ja, ich denke schon. Und doch habe ich gedacht, wir hätten es herausgefunden. Verdammt! Mensch, sowas aber auch! Aber ich würde sagen, wie wir nach Palma Costa zurückkehren, seht ihr dann im nächsten Part. Bis denn dann und see ya!